Gott will das jüdische Volk aus Ägypten erlösen. Er offenbart sich Mosche gegenüber durch einen brennenden Busch. Die Geschichte kennt ihr alle von der Heiligen Schrift. Und er sagt zu Mosche Rabbeinu: Mosche, du wirst der Erlöser sein. Doch er sagt ihm: Et Elokim ta'avdun ala arase. Das ist für dich das Zeichen. Ihr werdet mich dienen hier auf diesem Berg. Und dienen, ta'avdu, steht mit einem Nun noch dazu. Mit einem zusätzlichen Nun, ta'avdun. Und mit diesem ta'avdun hat Gott Moshe Rabbeinu gesagt, dass in 50 Tagen werdet ihr, 50 Tage nach dem Auszug, werdet ihr mich auf diesem Berg, auf dem Berg Sinai, werdet ihr mich dienen und hier die Torah bekommen. Das heißt, Gott sagt Moshe Rabbeinu den ganzen Sinn und Zweck vom Auszug aus Ägypten. Der Auszug aus Ägypten, das ist ein unserer höchsten Feiertage, Pessach. Wir wurden jetzt ein freies Volk. Das Ganze hat nur einen Sinn, wenn wir die Torah bekommen danach. Das heißt, der ganze Feiertag von Pessach, das Putzen von Chametz, die Vorbereitung, die Matzot, die vier Gläser Wein, der ganze wunderbare, wunderschöne Feiertag ist eigentlich nur eine Vorbereitung für das, was 50 Tage später kommen wird. Nämlich, dass wir die Torah bekommen. Das heißt, die Torah, die wir bekommen am Chag HaShavuot, das ist der Hauptgrund vom ganzen Feiertag Pessach. Jetzt, wir feiern den Auszug aus Ägypten, dass Gott uns aus Ägypten rausgebracht hat. Goy mikerev goy, also der Gott hat ein Volk aus einem anderen Volk hinausgebracht. Volk aus einem Volk, das heißt, wir waren ein Volk, ein gemeinsames Volk mit den Ägyptern. Wir waren eine Einheit. So wie sie Götzen gedient haben, haben auch wir Götzen gedient. Bis Gott nach uns rausgebracht hat aus Ägypten. Wie rausgebracht? Wie zum Beispiel jetzt, es jetzt eine Kuh gibt und diese Kuh will jetzt gebären. Einen Kalb, ja? Die Kuh will gebären einen Kalb und sie leidet und sie hat Schmerzen. Und bis nachher der Bauer kommt und ihr hilft bei der Geburt und gebärt diese Kuh, er zieht diesen Kalb hinaus, das ist jetzt die Geburt und das ist jetzt herausgenommen ein Volk aus dem anderen Volk. Wir waren zuerst eine Einheit mit den Ägyptern, wir waren Götzendiener, wir waren versklavt in Ägypten, bis Gott uns nachher aus Ägypten rausgebracht hat. Aber die Frage stellt sich, wenn wir so einen großen Lärm machen aus dem Auszug aus Ägypten, wir haben so gelitten und es war so ein Leid und versklavt, die Kinder ins Nilus reingeschmissen, die kleinen Babys. Für was war das Ganze da? Für was bringt er uns rein? Wer hat uns reingebracht nach Ägypten? Gott. Für was bringt er uns überhaupt dort hinein? Lasst uns dort leben in Israel. Jakob Avinu war mit seinen 12 Kindern in Eretz Israel, in Israel und dort bis nachher Josef verschwand. Lass ihn dort. Du willst ihm die Torah geben. Wir haben gesagt, dass der ganze Auszug aus Ägypten war nur eine Vorbereitung für die Torah. Nun, dann lass sie dort bleiben und gib ihnen die Torah in Israel. Für was so eine ganze große Runde, so viel Leid? Sondern der ganze Grund war, die Torah, die wir bekommen, die Torah hat erst dann ihre Macht. Die Torah erst dann, wenn wir Gott dienen mit der Torah. Das heißt, wir müssen, Kili bnei Israel Abadim, ihr seid meine Sklaven, hat Gott gesagt. Und die Torah, wenn wir lernen, wir müssen Adam ki amud ba'oil. Stellt euch einmal vor, Gott hätte uns die Torah gegeben, Jakob Avinu, damals in Eretz Israel. Er kommt zu einer Gemeinde, zu einem Volk, sitzen in ihrem Land, sagt ihr, da habt ihr die Torah. Nun, sicher, wir werden nicht fragen, aber dann kommt er und sagt, ja, dies ist verboten, jenes ist verboten. Ihr müsst das sein, ihr müsst meine Sklaven sein. Ein Volk, das jetzt selbstständig ist, das gut verdient, gut arbeitet, das kein Leid hat. Es wird schwer sein, diese Gesetze und Gebote zu bekommen. Denn wie ich schon einmal erwähnt habe,
80% der Gebote in unserer Tora, die sind nicht logisch. 80% der Gebote der Tora sind keine logischen Gebote. Und jetzt, hätten wir die Tora bekommen, hätten wir gesagt, nein, Moment, das ist nicht logisch, das verstehe ich, nein, das mache ich nicht, dies mache ich nicht. Jetzt, um die Tora zu bekommen, muss man auch es bekommen können, dass man bereit ist, versklavt zu sein. Deswegen, man hat gebracht die Juden in so ein tiefes Niveau. Ein Niveau, dass sie schon wirklich, sie sind nicht selbstständig. Nichts. Die Kinder, die sie gebären, den ersten, den schmeißen ins Nilus, den anderen, er hat nicht genug gebaut, hat man in die Wand reingegeben, verspachtelt und man hat kein eigenes Leben. Man ist versklavt, man ist nichts wert. Jetzt in so einem Fall kommt Gott und sagt, ich befreie dich jetzt. Und jetzt nicht nur das, Gott sagt jetzt, da bei diesem Ausdruck, ich werde es nicht einfach so wie eine normale Geburt, sondern ich werde da auch allen beweisen, dass ich existiere. Durch die Wunder, durch die Art und Weise, wie ich euch befreien werde. Die 10 Plagen, die Meeresspaltung, wo Gott sich selbst seine Stimme hören lassen hat, bei den 10 Geboten. Er hat uns sich zeigen lassen. Jetzt, bei dieser Geburt, da wo sich Gott zeigen lassen hat, bei diesem Auszug aus Ägypten, er kommt jetzt zu einem Volk, das nichts wert ist, das schon bereits gewöhnt ist, versklavt zu sein. So ein Volk kann es jetzt auch wirklich Diener Gottes sein. Wie zum Beispiel im Militär. Im Militär, in den strengen Einheiten dort, ja, dort, es gibt eine Tyrannut, eine Ausbildungszeit. Ja. Man bildet die Soldaten aus und man lässt sie dort trainieren, bis sie flach und fertig sind. Also jeden Tag wenige Stunden schlafen, viel laufen, viel. Nun, so viele Hindernisse beim Laufen, so viel, wieso das Ganze? Lasst ein bisschen drunter, sind doch junge Männer, sind gute Männer. Jeder normale Mensch versteht, das Ganze ist gut für die Soldaten. Denn so werden sie ausgebildet. Wenn sie jetzt leiden, wenn sie jetzt viel laufen, wenn sie jetzt viel trainieren, so werden sie trainiert und sie werden an diesen Leid gewohnt und dann können sie gute Soldaten sein. Genau das war der Zweck, wieso Gott uns ins Ägypten reingebracht hat. Das war für uns so wie ein Training, eine Schule, wie wir richtige Gottesknechte sein können. Und die Ration, dass dieses Jahr, bei Sadashem, Pessach, Gott uns aus der Sklaverei befreit und wir werden ein freies Volk und nur Gott dienen.